So, herzlich willkommen. Ich habe mir heute gedacht, wir machen. Herzlich willkommen bei Lego Fluch der Karibik. So, wir kaufen jetzt mal alle Charaktere. Jeder, wo uns über den Weg läuft, wo wir kaufen können, kaufen wir einfach. Einfach alle. Erst suchen wir mal das linke Gebiet ab. Schauen da nach neuen Charakteren. Wo wir jetzt momentan irgendwie nichts finden. Okay, da brauchen wir eine Fackel. Wozu können wir da klettern eigentlich? Weiß ich nicht. Aber da können wir, sind wir machen jetzt einfach was und quer. Wenn es ein roter Hut ist, dann ist ein roter Hut. Was ist das? So. Können wir den kaufen? Können wir den kaufen? Nein. So, dann kaufen wir erstmal diesen Charakter. Das ist der allererste. So, wir brauchen irgendwo eine Fackel. Dann brauchen wir eine Frau. Nehmen wir die Elisabeth. Okay. Schafe brauchen wir aber gar nicht. Dann nehmen wir einfach den Marty. Das sprengen mal. Das Silberne. Tut mir leid, dass es ein wenig länger dauert. Wir haben noch den Marty ausgewählt und nicht den Hund. So, da haben wir einen Hut, extra aktiv. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber wir nehmen es einfach mal. So. Wir schauen jetzt halt auch mal mit Captain Jack Sparrow. Können wir den kaufen? Ja. Dann kaufen wir den einmal. Weiteren Charakter. Ist nie schlecht. Müssen wir vielleicht warten, bis es gespeichert hat. Haben wir den schon? Ah, okay, dann anscheinend nicht. Und den? Okay. So, dann kaufen wir den. So, dann schauen wir da einfach mal rein. Da kann es ja auch sein, dass da tauchen ja wieder andere Charaktere auf. Und da sieht man ja, es ist ein silbernes Schiff. Und vielleicht kriegen wir da auch einen roten Hut, wenn wir einfach alles zusammenschießen. Aber anscheinend ja nicht. Da haben wir schon mal drei.
So, dann kaufen wir den. Dann kaufen wir den. Ah, den haben wir ja schon. So, dann kaufen wir den. Ah, das ist der Spanier mit der Bombe. So. Pirat, den alle fürchten, dafür haben wir bekommen. So muss ich natürlich auch durchstreichen. Beraten alle fürchten ist praktisch, schalte alle Crewmitglieder der Rache der Königin Anne frei. So, dann schalten wir den mal frei. Dann schalten wir den mal frei. So, wird schon ein bisschen voller. Dann schalten wir den mal frei. Dann den müssen wir noch freischalten. So, dann kaufen wir den mal. Schauen wir da nochmal hoch. Oh, da ist jetzt auch nichts. Vielleicht kommt der, wo draußen rennt, noch rein. So, wir haben jetzt halt eigentlich alle zerstört. So. Ha. Wo ist denn? Probieren wir mal unser Glück draußen. Dann probieren wir mal da unser Glück. Etwa alles einmal durchschauen, wo man Charaktere kaufen kann. Da wechseln wir mal zu Blackbeard. Ja, die brauche ich doch nicht. Ja, okay. Dann öffnen wir da mal den Vorhang, laufen da hoch. Nein, wollen wir doch gar nicht. Okay, da ist auch nichts. Dann gehen wir wieder runter. Ja, da ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal wieder Asse. So.
Dann wechseln wir mal trotzdem mal wieder zu den Hund. Ja, der kann da durchgehen. Ja, das. Für was? Für was? Für was? Naja, dann nehmen wir da mal eine Fackel und schießen da mal. Machen wir einfach Kreuz und Quer, weil ja auch irgendwie Geschmarre. So, Shots immer verdoppeln. So, wenn wir das jetzt einschalten, dann bekommen wir noch mehr. Kriegen wir 7680. Ah ja, wir haben ja auch noch eine Fackel gebraucht. Für diese Seite da, wie ihr jetzt vielleicht schon seht, das nehmen wir jetzt einfach mal. Lassen es explodieren. Und es bringt eigentlich uns ein gar nichts. So, dann wechseln wir mal wieder zu Captain Jack Sparrow. Suchen wir dieses Steuerrad da. So, dann müsst ihr da hoch. Dann haben wir endlich einmal das gefunden. So. Dann müsst ihr da drehen. Dann müssen wir zu einer Frau wechseln. Zu welcher Frau ist er eigentlich egal? Dann gehen wir da hoch und rennen da am Rad. Was auch immer das dann bedeutet. Ach so, da können wir von Tag zu Nacht machen, oder wie? Und nachts sind dann andere Bewohner da, oder was? Können wir ja mal nachschauen. So. Schauen wir mal, ob da dann andere Bewohner da sind. Vielleicht die von der Black Pearl. So, naja, dann müssen wir halt auch ein bisschen warten.
warten wir jetzt ein bisschen. Okay, den haben wir schon. Aber jetzt kommt ein Unbekannter. Und mit dem wirst du kämpfen. Dann können wir den kaufen. So, dann kaufen wir den mal. Ja, jetzt haben wir, fürchtest du den Tod. So, dann müssen wir das natürlich an Haken setzen. Ah ja, schade alle Crewmitglieder der Flying Dutchman. So, okay. Bisschen warten wir noch. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 88,1%. So, jetzt müssen wir halt draußen mal schauen. Okay, das ist mir jetzt auch neu. So, dann wechseln wir mal den Charakter. Wieder zum Marty. Warten, bis es ladet. So, Charakterschatz. Nehmen wir. Was ist das eigentlich, Charakterschatz? Schauen wir einfach ein, ich weiß nicht, was es sein soll. So, dann haben wir da wieder einen neuen Charakter. Da wieder einen neuen Charakter, wenn man mal zu ihm hinkommt. So, dann da. Irgendwas war doch da. Ah, da. So, dann kauft man den Charakter. Und den Charakter. Jetzt geht's doch ziemlich zügig. So, dann kaufen wir den Charakter. Einfach querbeet durch. Kaufen wir den Charakter. So, Feature Nummer 5. Dann kaufen wir den Charakter. Kriegt mir da was dafür, wenn man das nimmt? Ne, da war da jetzt gerade was zum Kaufen. Dann kaufen wir den. Ist nur noch so geschätzt 5 oder 6. Der hohe Rat der Bruderschaft. So, wo ist diese Trophäe? Der Hohe Rat der Bruderschaft. Schalte alle Piratenlords frei. Okay, dann haben wir das schon mal. Kriegen wir jetzt immer mehr. So,
Ist da noch jemand weiße Schalten? Wenn ja, meldet euch bitte. So, vielleicht gibt es da auch noch mal einen roten Hut da oben. Weiß ich ja nicht. Vielleicht hat man ja alle Betten zerstört, keine Ahnung. Nö, da schaltet man eigentlich nichts frei. Okay. So. Aber irgendwas hat doch dieses goldene Ding auch noch zu sagen. Das werden wir schon noch rausbekommen. So, dann gehen wir da mal wieder lang. So, dann schauen wir mal rechts. Von der rechten Seite schauen wir mal vorbei, was wir da alles so machen können. So. So, da ist schon mal goldener Stein. So. Und dann da nochmal ein goldener Stein. Ah, das sind praktisch schon alle Level, die Minikits. Dann der vierte. Dritte. So. Dafür kriegen wir natürlich auch diese Belohnung. So. Dann haben wir schon mal alle goldenen Steine. Das müssen wir reparieren. Da nehmen wir den Mr. Gibbs. Warten natürlich, bis es einmal geladen hat. Dann können wir es separieren. So, und es ist schnell schmieden. Kaufen wir einfach. So, dann kaufen wir den. Den uralten Seemann. Mich hätte es jetzt einmal interessiert, wie viel Spiel schon wir jetzt haben von Prozent her. Ui, 93%. Und es gibt auch eine Trophäe, die man machen muss. Und zwar, man muss jeden Schiff fahren. Fahren wir das kurz. Und fahren wir das kurz. So. Dann fahren wir das kurz. Dann fahren wir den kurz.
So. Dann fahren wir den kurz. So. Iha! So, dann haben wir die 5 Stock gefahren. Das sind nämlich die Minikits, wo wir ja gesammelt haben. So, dann den. Dauert halt ein bisschen, ne? Weil, ja, muss ja alle das schlagen und fahren. Ja, geht ja nicht, oder was? Ja, okay, wir haben jetzt halt diese ersten drei. So, an das gefahren. So, dann einmal das gefahren. So, dann einmal das gefahren, das erste. Dann das zweite. Dann das dritte. Dann kommt das vierte. So, dann das fünfte. So. So, dann haben wir das gefahren. So, dann das. Bam, 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 bam. Dann das dritte. Dann das zweite. So, und dann das erste. Und jetzt müssen wir eine Trophäe bekommen dafür. Naja, das kann ein bisschen dauern. So, hier ist die Flagge, hier ist diese Trophäe. Hier ist die Flagge, hier ist die Flagge. Hier ist die Flagge. Ach komm, wo ist denn das? Ist die Flagge. So. Dann haben wir diese Trophäe auch schon heute. So, dann haben wir hier ein Dynamit. Und ja, dann brauchen wir noch mal. Dann nehmen wir das für das da. Sprengen das in Luft. Dann nehmen wir noch mal.
und sprengt es da in Luft. So, Verkleidungen kaufen wir einfach. So, zerstören wir da mal einfach alles. So, probieren wir mal ein Wasser, unser Glück. Nee, da ist jetzt auch nichts. Okay. Ist auch nichts, was man kaufen kann? Nö, leider. So, dann gehen wir nach links. Ich unterteile es praktisch in zwei Teilen jetzt. Bis gleich dann.